Hey, liebe X-Sternfreunde, na, alles Paletti bei euch? Ja, ich bin's mal wieder für euch mit einem neuen Video. Hab heute extra meinen schönen Gronkh-Pullover angezogen, auf den ich mega stolz bin. Hat nichts mit Angeben zu tun, ja. Aber an der Stelle nochmal ein bisschen Werbung für den lieben Gronkh. Diesen Pullover, diesen Hoodie kriegt ihr für 50 Euro und ich finde für 50 Euro ist das wirklich ein sehr guter Hoodie, weil die Qualität ist einfach ein Traum, ja. Deswegen muss man da einfach mal ein bisschen Werbung machen für den Anfang. Also im Gronkh Shop könnt ihr auf jeden Fall getroste Klamotten einkaufen. Ihr kriegt da nicht irgendeinen Billigscheiß. Ich bin mega zufrieden, das fühlt sich einfach richtig an, ja. Also ein mega schöner Hoodie. Deswegen an der Stelle mal ein bisschen Werbung, auch wenn ich überhaupt keine Reichweite habe. Aber wenn ich zu einer Marke stehe, dann stehe ich dazu und dann schmier ich den Leuten das auch aufs Brot. Aber jetzt zu meiner Marke, liebe Zuschauer. Ja, es ist mal wieder Zeit für eine Roomtour. Wir hatten schon lange keine Roomtour mehr. Inzwischen hat sich auch sehr viel verändert bei mir im Wohnbereich, ja, und ich hatte einfach mal Bock, nochmal eine zu machen, weil ich jetzt hier so eine richtig geile Gaming-Ecke habe und so, und bin ich mega stolz drauf, will ich definitiv mal zeigen und lasse euch daran teilhaben, ihr Lieben, ja. Ich habe schon mal vorproduziert, ja, an manchen Stellen ist das Bild ein bisschen, also meine Kamera wollte halt nicht so richtig. Man sieht alles, man erkennt alles, aber es ist jetzt nicht immer in 4K oder gestochen scharf, weil die Kamera an manchen Stellen nicht fokussiert. Das Problem ist, ich habe ein bisschen Zeitmangel, ich habe nicht richtig Licht. Ich habe hier an meinem Computer und so, da ist das Licht perfekt, da kann ich richtig geil aufnehmen und so. Da stimmt das Licht, aber ich habe jetzt nicht in jedem Zimmer eine Videoausrüstung, ja. Und ich muss das halt hier auch anschließen und so. Deswegen, das Licht hat nicht so mitgespielt. Ihr seht alles und so. Das Wichtigste seht ihr. Ich sag auch alles und so. Man kriegt den ganzen Inhalt mit und so. Was ich noch sagen wollte, meine Wohnung müsste mal renoviert werden, ja. Also an die lieben Hater da draußen, tobt euch aus. Ich weiß, da kommen wieder dumme Kommentare. Wie sieht's denn bei dir aus und so. Ey, kauft ihr mal einen Tapezierer oder renovier mal. Ja, werde ich alles noch machen, kostet aber Geld und Zeit und ich wohne hier schon 10 Jahre und ja, also wenn ihr irgendwo am Boden mal welche schwarze Stellen oder so seht, ist nicht immer unbedingt Dreck oder so, ja, wahrscheinlich ist da schon eine Delle drin oder so, ja, also ich fühle mich hier wohl, ja, es ist nicht so, dass hier Müll rumliegt oder so, ich vergammel hier nicht, ja. Vom Boden essen kann man hier nicht, ist halt ein Männerhaushalt. Also wenn irgendwo ein Staubkörnchen ist oder so, ja, dreht mir nicht gleich einen Hals um. Und wenn, dann macht es einfach, mir ist es egal. Ich hoffe, ich mache euch oder den anderen damit eine Freude. Wenn ihr haten wollt, dann hatet, ja. Also wie gesagt, ich persönlich finde, ist ein Männerhaushalt, ja. Also vom Boden essen kann man hier nicht, aber es ist nicht so, dass es hier stinkt oder dass es hier gammelt oder dass hier, ja, Ratten rumlaufen oder so. Ich fühle mich hier wohl und frisst es oder vergisst es, ja. Das wollte ich noch sagen. Aber jetzt an die wahren Zuschauer da draußen, die das zu schätzen wissen, was ich mache. Ich wünsche dir viel Spaß, wa? Mein lieber Zuschauer. Mit der Roomtour. Ja, meine lieben X-Sternfreunde, dann fangen wir mal an mit der Roomtour. Und ja, wo fangen wir an? Natürlich im Flur, wa? Wo man dann reinkommt in die Wohnung. Ja, zum Flur gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Hier habe ich halt noch ein Schränkchen mit meinem ganzen Pflegezeug, womit ich mich wasche, womit ich mich einsprühe.
Ja, und mein Rasierwasser und so weiter. Oben ist noch ein Foto von Benny. Ein paar von euch haben das Video gesehen. Und noch ein paar 3D-Brillen für meinen Fernseher, den ich im Schlafzimmer habe. Ja, zum Flur gibt's nichts zu sagen. Hey ihr Lieben, ja, wir befinden uns jetzt in meiner Küche und die zeige ich euch jetzt. Ja, nichts Besonderes, halt eine stinknormale Küche, wie jeder andere auch. Was ich ganz cool finde, dass ich hier eine Arbeitsplatte habe, die habt ihr ja gerade gesehen. Gleich zeige ich euch noch einen Kühlschrank. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sehen, außer eventuell noch meinen kleinen Fernseher, den zeige ich dann auch noch. Aber sonst gibt es hier nichts zu sehen, eine stinknormale Küche, wie jeder andere auch. Ja, hier habe ich noch einen alten Röhrenfernseher, also mit DVD-Player drinne. Falls man dann doch mal beim Kochen eine DVD gucken will, ist persönlich übertriebener Luxus, muss ich sagen. Ja, was heißt Luxus, ist ja noch ein alter Röhrenfernseher. Aber für den Fall der Fälle, dass ich vielleicht doch noch mal eine alte Konsole bekomme, habe ich den hier halt noch. Ja, weil alte Super Nintendo Spiele oder alte NES Spiele sollte man dann wohl doch eher auf dem Röhrenfernseher zocken, nicht auf so einen modernen Fernseher, wie wir die heute kennen. Ja, deswegen habe ich den halt hier noch und da kann man sich halt auch eine DVD einlegen, wenn man will und dann halt beim Kochen ein bisschen gucken. Mache ich nie, aber die Gelegenheit ist da. Ja, nun befinden wir uns in meinem Badezimmer. Gibt es eigentlich auch nicht sehr viel zu sagen, außer dass es halt ein Badezimmer ist. Ja, ich werde mal kurz ein paar Sachen zeigen. Mein Badezimmer. Ja, und jetzt befinden wir uns in meinem Schlafzimmer. Ist eher ein Schlafräumchen, also groß ist das Zimmer wirklich nicht. Mir wäre es auch persönlich lieber, wenn das Wohnzimmer ein bisschen kleiner wäre und das Schlafzimmer dafür ein bisschen größer. Aber dafür habe ich zwei Räume, also zwei Zimmer oder zweieinhalb Zimmer, wie man sagen kann. Für mich ist es ein Zimmer, weil ich hier halt auch sehr viel machen kann. Also ich habe den Platz sehr gut genutzt und ja, guck's dir an. Habe ich vergessen, die Kissen wegzuräumen. Ja, ist egal, scheiß drauf. Ja, hier ist noch mein alter Fernseher und meine alte Xbox One. Noch die erste von 2013. Ja, hier, wenn ich dann halt abends im Bett liege, manchmal gucke ich dann noch ein bisschen Netflix oder YouTube, ja. Auf jeden Fall ist der Fernseher öfters an als der im Wohnzimmer, weil ich eigentlich das meiste am PC mache. Ja, warum das gerade so ein bisschen komisch fokussiert, weiß ich nicht. Ich lasse es drinne. Ist jetzt nicht so schlimm. Gibt ja auch nicht so viel zu sehen, ja? Ja, meine Lieben, und nun kommen wir zum Herzstück, zu meinem Wohnzimmer. Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge mehr zu sehen und zu erzählen. Ich weiß, ich habe noch nicht so viel erzählt, ja. Aber da gab es halt auch nicht viel zu erzählen. Ich meine, was soll ich großartig über ein Badezimmer und eine Küche erzählen, über einen Flur? Hier gibt es auf jeden Fall mehr zu sehen. Gut, wir machen erstmal eine Rundrum-Tour und dann werde ich euch was erzählen.
Ja, wie viele von euch wissen, ich lese sehr viel. Ich habe sehr viele Bücher und so. Da kann ich ja auch noch mal ein bisschen was zeigen. Da werde ich jetzt aber nicht sehr viel zu erzählen, weil, ja, was soll ich euch erzählen? Es sind Bücher. Ich kann gerne mal ein einzelnes Video machen, wo ich meine Bücher zeige. Habe ich kein Problem mit. Ja, und hier ist meine Vitrine. Ich öffne sie mal. Hier haben wir natürlich auch ganz, ganz tolle Sachen. Meine ganzen Mini-Konsolen, Atari Flash, C64, PlayStation 1, Mega Drive, NES. Ja, SNES fehlt mir leider noch. Mini ist die einzige Mini-Konsole, die mir noch fehlt, sonst habe ich alle. Ja, hier haben wir noch Mario und Luigi, ein Fallout 4 Anhänger, weiß nicht, ob man den sehen kann. Ja, meine Hot Wheels Sammlung, die habt ihr ja auch schon mal gesehen. Ja, unten haben wir noch ein paar Bücher, einen alten Trabant und Fackeln im Sturm. Die Bücher sind übrigens, also Fackeln im Sturm ist quasi die DVD und daneben sind halt die Bücher. Ja! So, hier habe ich noch eine World of Warcraft Collection. Hier sind noch ein paar DVDs, vor allem meine Family Guy Sammlung. Bin ich mega stolz drauf. Noch ein paar Artbooks und so, DVDs, ja. Ja, ich habe viel zu viele davon. Ich brauche die eigentlich gar nicht, ja. Also ein paar brauche ich schon, aber ja, ich habe die mal geschenkt bekommen. Also ich kriege die auch meistens geschenkt. Ist auch sehr lieb, dass ich die geschenkt bekomme, weil zum Wegschmeißen ist es so schade. Dann müll ich mich lieber damit voll. Ja, hier haben wir noch ein paar Bücher. Dead Island, Assassin's Creed, Resident Evil. Unten ist noch meine Rocky Collection. Ja, hier ist noch meine Couch. Da sitze ich fast nie drauf. Die ist für Besuch. Hinten die Ecke, da zeige ich nicht. Da steht mein alter PC-Tisch. Da ist noch ein bisschen Plunder drauf oder so. Das müsst ihr nicht sehen. Ja, das ist die Ecke, die ist unwichtig, ja. Auf dem Tisch liegt noch ein Schachbrett. Das habe ich mir vor kurzem mal gekauft, weil ich demnächst mal wieder ein bisschen Schach spielen wollte mit meinen Freunden. Hier ist mein Telefon, auch noch ein Foto von Benny und mir. No homo, ja, ich weiß, es sind nur Fotos von Benny, ja. Ja, und mein WLAN-Router, meine Fritzbox. Hier ist noch mein Wintergarten. Da gibt es im Moment nicht sehr viel zu sehen. Der ist auch nicht aufgeräumt, also na, der ist jetzt nicht unordentlich, aber da ist halt Plunder und so. Da steht nur mein Fahrrad und halt ein bisschen alte Klamotten und so, die ich noch aussortieren will. Den werde ich mal im Sommer ausräumen und so. Da kriege ich auch noch ein paar Gartenmöbel von meinem Vater und dann mache ich den richtig schick und dann machen wir nochmal ein extra Video von meinem Wintergarten. Aber im Moment lohnt sich das nicht, euch den zu zeigen. Ja, hier sind auch noch DVDs, Blu-Rays. Habe ich alle geschenkt bekommen, ja. Habe ich mir keine einzige von gekauft. Ich bin mehr ein Freund von Büchern. Also ich gucke schon Filme, aber ja, ich hau mir damit nicht die Bude voll, wa? Jo, hier haben wir nämlich auch noch was. Ihr fragt euch sicherlich, was ist denn da drinne? Ja, da sind meine alten Spielkonsolen verpackt. Werde ich jetzt nicht aufwickeln. Unten haben wir noch eine PlayStation 2, die hat mir mal die Sabine geschenkt. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle nochmal. Da drüber ist eine Wii verpackt, die alte Wii noch, die ganz, ganz, ganz alte erste Wii. Ja, und da drüber ist noch eine PlayStation 3 verpackt im Handtuch. Da drüber der DS verpackt. Ja, alte Spielkonsolen. So, hier sind noch ein paar alte Lösungsbücher drin. Dann sind hier noch Tausende von, naja, Tausende ist jetzt übertrieben. Ja, aber 3 Xbox One Controller sind hier noch drin. Ja, hier sind Batterien und so eine PS4 Fake Controller. Ja, unten sind noch Cyberpunk, ja genau, meine GameStar-Hefte. Ich bin ja seit 2021 Kunde bei der GameStar, zufriedener Kunde, hab halt ein Abo und krieg die halt jeden Monat geliefert und möchte die sammeln, die Hefte. Ja, weil ich die GameStar fucking awesome finde. Ich liebe die GameStar, ich liebe die Leute, die da arbeiten und so. Das sind einfach mega korrekte Leute, die da arbeiten und ja, ich fühle die GameStar einfach. Deswegen bin ich
da ziemlich oldschool. Viele denken sich jetzt, ja, warum guckt der Idiot sich nicht die YouTube-Videos an? Ja, weil ich halt, ja, ich will die halt unterstützen. Ich liebe einfach die GameStar, deswegen. Die begleitet mich schon mein halbes Leben, ja, die GameStar, und es geht nichts über die GameStar. Liebe geht raus an die GameStar. Ja, ich hau mir damit nicht die Bude voll, ich lass mir damit die Bude vollhauen. Ja, hier haben wir noch eine Xbox One, oben ist noch die PlayStation 4 Kamera drauf. Hier ist mein Fernseher, der ist fast nie an, ja, weil ich wirklich selten an der Konsole spiele. Hier haben wir noch die PlayStation 4 und Leute, es ist nicht böse gemeint, ja, es ist wirklich nicht böse gemeint, ja. Aber bitte hört auf, mir ständig irgendwelche Anfragen zu schicken, PlayStation, also hier Freundschaftsanfragen. Leute, es ist nicht böse gemeint, aber ihr macht das völlig umsonst, weil ich nicht PlayStation spiele. Und wenn ich PlayStation spiele, dann spiele ich Exklusivspiele, das sind meistens Story-Spiele. Die spiele ich nicht online und so. Ich habe noch nicht mal PlayStation Plus, ja. Also Leute, ihr könnt gerne mal bei Steam nachfragen oder so. Ja, habe ich nichts dagegen, aber ich bin halt PC-Spieler. Ich habe die PlayStation 4 nur wegen der Exklusivspiele, die man für den PC nicht kriegt. Und bei der PlayStation 5 wird das auch nicht anders sein. Da werde ich auch nicht online spielen, ja. Leute, es ist nicht böse gemeint, aber es bringt nichts, ja. Ich meine, es ist eine Plattform, die ich nicht nutze. Also warum soll ich eure Anfragen annehmen, ja? Ist nicht böse gemeint. Bei Steam können wir gerne mal zusammen zocken. Habe ich nichts dagegen. Aber PlayStation, ja, ich spiele es halt nicht. Tut mir an der Stelle leid, mein Lieber. So, hier ist mein PC. Da unten ist noch mein Subwoofer und eine Lavalampe. Ja, hier ist der Monitor. Da ist gerade noch Discord an. Der andere Monitor, der ist gerade aus. Hier haben wir noch eine Nerdente. Die hat mir mal die Frühlingsrolina geschenkt. An der Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an dich, meine Liebe. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Die hat auf jeden Fall ihren Platz. Dann habe ich noch einen Goomba. Den habe ich auch von jemandem geschenkt bekommen. Den Bulli, den habe ich mir selber geschenkt, weil ich den ziemlich geil finde. Ja, hier haben wir noch meine Beleuchtung, meine Kamera. Die habe ich ein bisschen MacGyver-mäßig da oben rangeklebt, ja, weil ich, ja, habe halt keine andere Lösung gefunden. Ja, oben ist auch noch was, nicht wundern, da ist ein Foto umgedreht. Das ist eigentlich ein Bild von meinem Bruder. Aber ich habe das umgedreht, weil ich mir nicht sicher bin, ob der das will. Ja, der ist nicht so der Social-Media-Typ. Deswegen habe ich ihn umgedreht, bevor ich mit dem Ärger kriege. So, das Pizza mit Monopoly-Spiel, mega geil, sage ich euch. Mega geil. Bleibt auf jeden Fall eingepackt, bin ich mega stolz drauf. Total verzockt, das Pizza mit 1x1. So ein wunderbares Buch, ja. Richtig gute YouTube-Tipps drin, wie man Gaming-Kanal aufbaut und so. Mega geiles Buch. Ja, hier haben wir noch meine Cappies. Super Nintendo. Dann habe ich hier noch ein PlayStation-Cappy. Ein NES-Cappy. Ja, auch ein Geschenk von der Alina. Vielen, vielen lieben Dank, Frühlings-Rolina. Bist die Beste. Und ja, Nintendo 64 Basecap. Ja, die drei habe ich mir selber gekauft, aber das habe ich von der Frühlings-Rolina. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Ich freue mich mega. Ja, da oben habe ich noch zwei Blu-Rays. Die habe ich mir tatsächlich mal selber gekauft, aber die werde ich demnächst verschenken. Die bekommt nämlich mein Papa, weil der will die unbedingt haben. Mein Papa ist nämlich mehr so der Blu-Ray-Fan und ja, ich brauche sie nicht unbedingt. Ich habe sie mir für mich gekauft, aber die kriegt Papa, wenn der freut sich da mehr drüber und mache ich denen am Sonntag eine Freude. So, ja, da hinten haben wir noch Batman und Robin, so eine Eier, die habe ich im Ostern mal in so einem Euroshop gekauft. Ja, eine YouTube-Lampe. So, was haben wir hier noch? Ja, hier sind ein paar Filme, die ich mir tatsächlich selber gekauft habe. Ja, hier haben wir die Fast and the Furious Box, die Stallone Box, die Rambo Box habe ich mir nicht selber gekauft. Die hat mir mein Papa geschenkt, Pearl Harbor habe ich mir selber gekauft, Planet der Affen habe ich mir selber gekauft, Star Trek habe ich mir selber gekauft. Die Tsubasa Box, die bleibt auf jeden Fall eingepackt, die habe ich mir selber gekauft. Die Freddy Krueger Box, die bleibt auch eingepackt, die habe ich mir selber gekauft. Die Friends Box habe ich mir auch selber gekauft, die bleibt aber verpackt. Und die Matrix Box und die Lidl Web Box, die habe ich mir auch selber gekauft. Ja, das sind so die Filme, so, die ich geil finde, so, die habe ich mir selber mal zugelegt. Dann habe ich auch noch ein paar Digitalfilme, hatte ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Ja, hier habe ich so meine Retro-Sammlung, ein paar alte PlayStation 2 Spiele. Die sind auf jeden Fall alle nochmal poliert und so, die habe ich extra polieren lassen. Dann schön in eine Folie rein, damit die auch schön ganz bleiben. Ein paar alte Wii-Spiele, PlayStation 4-Spiele, zwei, drei PlayStation 3-Spiele, ein
paar alte DS-Spiele, die mir der Steffen geschenkt hat. Und meine PlayStation 1 Spiele. Und da oben habe ich noch ein Fake-Tendo, also das ist kein originaler NES. Deswegen benutze ich den als Deko. Ja. Und hier habe ich noch eine E-Gitarre, die hat mir ein Kumpel geschenkt zum Geburtstag. Ich selber spiele keine Gitarre, aber ja. Und da unten habe ich vergessen, Staub zu wischen, ja. Reiß mich bitte nicht auseinander. Beim X-Hang ist voll dreckig, Ja, da habe ich mal eine Stelle nicht geputzt. Ich kann damit leben, ich hoffe, ihr auch. Ja, meine E-Gitarre. Ich spiele nicht damit, aber sie steht da und es sieht verdammt gut aus. Ja, so viel zu meinem Wohnzimmer, meine Lieben. Ja, ihr geilen Schnitten, ich hoffe, euch hat's gefallen, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, ich hoffe, ja, ich hoffe, die Roomtour hat euch gefallen und so. Ihr könnt gerne mir nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Bücher sehen wollt, ob ihr vielleicht auch mal meine Retro-Sammlung sehen wollt und so. Kann ich euch gerne zeigen, habe ich kein Problem mit, ja, in einem Extra-Video. Ja, und fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich, dass du wieder dabei warst, ja. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung und ich würde mich mega freuen, ja, wenn ihr das Video liked, wenn ihr das Video teilt, unterstützt mich, schreibt mir was Nettes in die Kommentare, ich werde dir auf jeden Fall antworten, mein Lieber. Und ja, kannst mich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn du nichts verpassen willst. Ja, und bis dahin sage ich, ciao, euer Xian, bis zum nächsten Mal.